Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Letztens habe ich ja kurz demonstriert, wie ich meine Japan-Matten zugeschnitten habe. Heute möchte ich euch erklären, wofür ich das Ganze gemacht habe. Und zwar geht es letztendlich darum, ich habe ja bei meiner Biofilter-Erweiterung eine große 2-Kubik-Kammer für mein bewegtes Helix geschaffen. Nun und somit wird in meinem bestehenden Filter Platz frei, um dort ein anderes Filtermaterial einzusetzen. Und da ich jetzt nicht nur ausschließlich auf Helix setzen möchte, habe ich mir überlegt, was alternativ für mich in Frage kommt. Ja, und dazu möchte ich eben diese Japan-Matten verwenden. Ich habe hier jetzt meine 25 cm Streifen. Nun und gewöhnlich werden die auf Distanz gesetzt, das heißt, man hat eine Japanmatte, dann kommen meistens so 5 cm Streifen im Abstand von ein paar Zentimeter so da quer auf diese Matten gelegt. Dann kommt die nächste Lage Japanmatte drüber und so weiter, bis dann so ein richtiger Filterblock entsteht. Nun, bei einem Video von Harald Bachmann, wie so ein Koi-Haus gebaut worden ist, da wurde ich aufmerksam auf eine andere Methode, diese Abstände zwischen diesen Japan-Matten herzustellen. Und zwar habe ich mir dazu einfach Wellplatten gekauft. Und zwar sind das ganz, sage ich jetzt mal, ordinäre PVC-Wellplatten aus dem Dachbereich, wie man sie zur Eindeckung von Pergolas zum Beispiel verwendet. Und habe mir ebenfalls aus diesen Wellplatten solche Streifen geschnitten. Ja, und meine Überlegung ist jetzt, dass ich zwischen jeder Lage von meiner Japanmatte einfach dann solche Wellplatten dazwischen lege. Die gibt es übrigens in verschiedenen Höhen. Hier habe ich eine Wellplatte mit 18 mm Aufbauhöhe. Das heißt, ich habe zwischen den einzelnen Japanmatten immer 18 mm Abstand. Und dann wird das Ganze hier zu so einem Paket geformt. Jetzt überlappen diese Wellbahnen noch relativ stark. Das werde ich natürlich dann, wenn das Ganze fertig aufgebaut ist, nicht machen. Aber hier sollte das ja nur mal als Demonstration dienen, damit man sich vorstellen kann, wie das Ganze letztendlich aussieht. Ich mache hier jetzt einmal so ein Japan-Mattenpaket fertig, versuche das aufzustellen und hoffe, dass das auch stehen bleibt, ohne dass der Wind umschmeißt. Vorhin hat es ganz gut funktioniert. Und werde jetzt einmal die Kamera auf die Hand nehmen, um euch zu zeigen, okay, das funktioniert jetzt nicht. Das ist zu windig, dann lassen wir es so liegen. Das ist ja kein Thema. Ich werde jetzt einmal die Kamera auf die Hand nehmen, um euch das Ganze da im Detail zu zeigen. Und zwar sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Also hier haben wir immer Japanmatte, Wellbahn, Japanmatte, Wellbahn und so weiter. Ja, und so kann ich hier einen x-beliebig großen Japanmattenblock herstellen. Das geht relativ einfach mit relativ wenig Aufwand. Nun, um das Ganze dann letztendlich zu befestigen, werden hier durch diese Japanmatten Gewindestäbe gesteckt, dass man das Ganze dann miteinander verbindet. Ja, und ich habe bewusst hier nicht mehr als wie 25 cm Breite gewählt. Dann kann ich entweder das ganze Paket in den Filter einhängen, beziehungsweise auch zu Reinigungszwecken das Ganze entnehmen. Denn wenn man so einen riesen Japanmattenblock hat und sich der wirklich mit Wasser und Biologie vollgesogen hat, dann kommen da wirklich einige Kilo zusammen, die man hier schleppen muss. Ja, und je kompakter so ein Paket ist, umso leichter lässt sich's handeln, umso leichter lässt sich's im Zweifelsfall auch einmal ausspülen. Ja, so viel zu diesem heutigen kurzen Video, eine Erklärung, wie ich hier meinen Bioblock aufbauen möchte. Wie das Ganze dann fertig aussieht, das werdet ihr in naher Zukunft sehen. Bis dahin verbleibe ich wie gewohnt mit freundlichen Grüßen. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis bald, euer Roland O.